Ich fick deine Mutter und dein Vater findet's not so funny. Ich glaube, so funny findet der es nicht. Witzig. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und exquisite. Hallo Leute, heute habe ich keinen Rausch gefroren, mein kommentiert. Ja, mein Herz schwer rauchen, trinken, mach's wieder leicht. Wisst ihr, was ich absolut gar nicht verstehe? Horrorfilme, Alter. Horrorfilme machen absolut keinen Sinn. Versteht mich nicht falsch, Mann. Ich liebe Horrorfilme, ich gucke sie gerne an. Aber warum ist jeder Horrorfilm gleich? Jeder Film beginnt damit, dass die irgendwo in eine neue Ortschaft hinziehen. Ja, weil die alte, keine Ahnung, Vater hat einen neuen Job bekommen oder was auch immer. Und anstatt, dass die in ein schönes, neues Zuhause, nein, müssen die einfach in ihrer Straße auf das verranzteste, dreckigste, alteste, auf dem höchsten, bergeste und gruseligste Gebäude gehen, was es überhaupt in dieser Ortschaft gibt. Als wäre das so mit Absicht so, boah, die Wohnung ist eigentlich echt nice. Die finde ich auch ganz schön. Aber was ist mit der? Nehmen wir. Und wäre das alles nicht genug, geht's dann irgendwann mal los, Mann. Die Leute hören dann so Geräusche, die Leute hören Stimmen, irgendwas kommt, Avada Kedavra oder so. Und anstatt einfach mal in seinem Bett zu bleiben, nee, man guckt, woher die Geräusche kommen. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Es läuft immer ungefähr so hier ab. Hallo? Ist da jemand? Ist nicht, Schalter. Digga, und am Ende sind eh immer alle tot, Alter. Macht doch gar keinen Sinn. Sticky Roller and Bed Hair. Look. Oh, mal eine ganz kurze Frage. Was hattest du da hinten drin? Ganz ein Eisbär? Ja, Bro, kein Wunder, dass das nicht so richtig funktioniert, Mann, wenn du da hinten ganz ein Eisbär schälst. Eine Sache, die eine Frau komplett um den Verstand bringt. Doktor, es ist so simpel. Wir nehmen an, ihr seid mit der Frau unterwegs. Euer Handy liegt neben ihr. Ihr kriegt eine Nachricht. Entweder sie sagt, ey, du hast gerade eine Nachricht bekommen, oder euch fällt es einfach selber auf. Dann sagst du, hey, kannst du mal kurz nachgucken, wer geschrieben hat? Natürlich nur, wenn ihr nichts vor ihr zu verheimlichen habt, aber das solltet ihr auch nicht. Diese kleine Sache wird sie komplett zum Schmelzen bringen. Anleitung zu ungenau, sie hat mich beim Fremdgehen erwischt. Mein Handy liegt neben ihr, entweder sie sagt mir, ich habe eine Nachricht bekommen, oder ich sag ihr, ey... Hey, kannst du mal kurz nachgucken, wer geschrieben hat? Oh! Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, kannst du mal bitte vorlesen? Ich glaube, die schmilzt auch. Drei Dinge, die du mit Schwarzgeld auf keinen Fall tun solltest. Punkt 1. Erzähl nicht unbedingt deiner Freundin oder deinem Freund oder Bekannten davon, denn wenn diesmal auf dich abgesehen haben, könnten sie dich bei der Finanz anzeigen. Guck mal, zuerst, ich gucke mir dieses Video an und ich denke mir so, ja, okay, ja, Buhlmann, ist der vielleicht irgendwie Bandito oder so, dass er mir das erklärt? Ist der vielleicht irgendwie so Räuber oder Dieb? Nein, der Typ ist einfach Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wöber.at, Digga, da bin ich einmal in Wien, einmal in Österreich. Ich krieg schon den besten Steuerberater meines Lebens. Punkt 3. Schmeiß nicht mit Geld um dich. Dadurch wirst du nur auffällig und die Leute fragen sich, woher das Geld kommt. Alter, zu dem Steuerberater gehe ich auch, Mann. Ich wollte euch nur eben Bescheid geben, dass ich in den nächsten Stunden nicht auf TikTok erreichbar bin, da ich ein wichtiges Meeting habe, nur damit ihr das wisst. Beste Grüße. Na, auf jeden Fall habe ich gewartet und gewartet und gewartet und langsam habe ich mir auch wirklich schon Sorgen gemacht, weil vielleicht ist ja irgendwas passiert, aber zum Glück. Auch Grüße an Herbert und die Kinder zurück. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... Kommentiert, Bruder.